So, hallo. Jetzt. So, hallo. Wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Link's Awakening. Das letzte Mal haben wir die Tauschquest beendet, dadurch die Lupe bekommen, dadurch schon mal das geheime Buch lesen können, das uns jetzt noch nicht so viel bringt, aber außerdem haben wir den Bumerang dadurch erhalten. Und jetzt begeben wir uns auf direktem Wege. Das ist nicht der direkte Weg. Zu dem Schrein hier, den wir da links von uns sehen. Was der sechste Dungeon sein wird. Hilfe. Aua. Wobei, Handy, der ist ja gar nicht... Jetzt bin ich aber irgendwie völlig falsch gewickelt. Ja, wir gehen jetzt erstmal... Hey, was ist das denn für ein... Da drüben, was ist denn das alles? Ich dachte, das war hier unten. Okay, jetzt weiß ich nicht. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Egal. Wir gehen erstmal jedenfalls darüber. So. Wenn wir schon hier sind, können wir auch gleich da drüben... ich glaube, es war ein Herzteil oder so holen. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, es war ein Herzteil. Und eine neue Fee können wir uns holen. Die eine Flasche ist ja leer. Aua. Das war frech. Aber hier müsste irgendwas sein, was wir uns noch nicht holen konnten, weil wir den Greifhaken noch nicht hatten. Ja, ist ein Herzteil. Okay. Oh, nee. Ist das mein... Oh, nee. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Oh, das ist ja dumm. Ich komme da nicht zurück, wenn ich das mache. Ja gut, dann gehen wir kurz wieder eine Runde Floß fahren. Null. Was ein Quatsch. Ja, ja, ja. Schnappschnellen. Oh, was ein Blödsinn. Ach! Hätte... Oh, ich glaube, ich konnte die anderen Sachen noch gar nicht machen. Ich konnte das davor noch gar nicht machen mit dem Herzteil hier. Ich brauche dafür... Ich brauche dafür den... Ach so! Und ich habe ein... Ich habe da rumgejammert wie ein Dummer. Das ging einfach noch gar nicht. So, und hier muss ich buddeln. Wie komme ich denn da dann hin? Oh. Oh. Und plötzlich ergibt alles Sinn. Da ist noch eine Truhe. Wait, wie komme ich? Hä? Ne, die ist aber extra. Die ist nicht, Die ist auf jeden Fall extra. Das sehe ich. Okay, aber das erklärt, wie man auch jetzt hier rankommt. Lull. Und wie man da reinkommt. Das habe ich vorher nie verstanden. Ich habe gedacht, hä, bin ich zu dumm zu steuern? Ach so. Ja, lol. Nein. Aber dann hat sich die Geschichte ja komplett geklärt. Okay. Lass mich bitte von dem... Oh mein Gott. Geh weg. So, neuer Versuch. Das Herzteil zu holen. Ah, da, gut, dass wir nochmal hoch sind. Gut, dass wir nochmal hoch sind. So. Aber auch jetzt muss ich wieder oben rum zurück, ja? Das ist ja komplett doof.
Na gut. Vielleicht habe ich ja noch irgendwas übersehen, was wir jetzt... Ach, dann doch, eine Sache kann man tatsächlich schnell mal machen. Ich habe doch hiermit so ein Rechteck gesetzt. Wo war das? War das hier vorne? Oder hat sich das... Ach, war das vielleicht das... Das habe ich nur nicht weggemacht. Das war die... Das war das Loch da, ne? Dann hat sich das ja erledigt. Das war das Loch da, wo man die Bombe reinwerfen konnte. Mit der Links. Dann hat sich das ja erledigt jetzt, ne? Da haben wir ja reingeworfen. Sehr gut. Dann hat sich das ja erledigt. Wo laufe ich denn jetzt eigentlich hin? Wollte ich überhaupt nicht hin. Aua. Aua. Was ist hier unten? Ne, da komme ich wieder zu der Burg, ne? Ah, ich glaube, ich komme hier trotzdem dahin, wo ich hin will. Hoffe ich. Ja, ja, ja. Haut hin. Alles gut, passt. Hier will ich hin, genau. Alles gut. Da will ich rein. Lass mich einfach. Dankeschön. Na, hier wollten wir rüber. Das haben wir noch nicht machen können. So, jetzt kommen wir dahin. Sehr gut. Ach so. Oh Mist. Falsche Reihenfolge. Null. Oh. Gut, ich wollte ja mir mehr eine Fee holen. Wieder vergessen. Guten Morgen. Plopp. Und du kannst mich gleich mal heilen, Madame, wenn ich eh schon da bin. So. Abflug. Dankeschön. So. Und dann gehen wir nicht auf den Keks. So. Dann gehen wir einfach hier wieder zurück. Halt, darum. Gehen wir nicht auf den Keks. So. Hier rum. Und jetzt gehen wir hier runter. Da geht's weiter. Muss ich gucken, welche alle hier reagieren und welche nicht. Bei ein paar sind nämlich Geheimnisse drunter. Bei ein paar nicht. Ach ja, dafür brauche ich den Pfeil und Bogen. Guten Morgen. Aua. Oh, da fällt mir was anderes ein. Wir müssen... Na, machen wir gleich. Das machen wir gleich. Jetzt machen wir hier ganz kurz den Abschnitt. Aber dann kümmere ich mich noch um eine wichtige Sache, die ich vergessen habe bisher. Gut, ich gebe alle Pfeile. Nein, können wir gar nicht durch. Irgendeinem war aber doch auch eine Tür oder sowas. Dachte ich. Ach, da. Der hat ein Geheimnis. Nein. Der hat kein Geheimnis. Okay. Hätte schwören können, dass der ein Geheimnis hat. Hm.
Ach, hier ist auch noch einer. Der hat ein Geheimnis. Finally. So. Rein da. Yay. Ja, Mensch, was wird da nur drin sein? So. Perfekt. Weiter im Programm. So. Was war das denn jetzt aber nochmal für ein Schrein? Das muss ja dann der Schrein sein, wo ich nur den Schlüssel bekomme für den anderen Schrein. Oder so. Stimmt, wir haben ja damals die Eule hier zu bald getriggert, ich erinnere mich. Die hat ja schon mal was gesagt von zwei Schreine, einer im Norden, einer im Süden. Das war eigentlich hier dieses Stück hier gemeint, was wir eigentlich noch gar nicht hätten machen sollen. Ja, wir haben die Eule zu bald getriggert, jetzt ergibt das alles Sinn. So, aber was war denn hier? Ich habe keine Ahnung mehr. Offensichtlich brauche ich Pfeile. Oh Mist. Oh Gott. So treffe ich den schon mal nicht. Ah. Wollte springen. War ich hier nicht im Rücken schießen oder so? Hä? Falsche Taste! Wie ging der? Ich hab vergessen, wie der ging. Ah, doch, so ein Rücken. Dann machen wir es halt so. Jetzt. Jetzt kann ich ihn so abschießen. Genau. Ja, ich dachte schon, ich bin dumm. Aber hat funktioniert. Da ist der Schlüssel, den wir brauchen. Dankeschön. Den Maskenschlüssel. Oh, da ist eine Zeichnung auf der Wand. Es ist aber zu dunkel, um sie zu erkennen. Ach ja, das ändern wir gleich mal. Zeit für Plot. O Eiland Kukulint, bist nur eine Illusion. Bewohner Monster Meerhimmels sind nur ein Traum des Windfisches. Weckst du den Träumenden, so wird sich diese Insel in Luft auflösen. Wie eine Seifenblase. Zerplatzen. Was? Alles nur eine Illusion? Ah ja. Nur eine Illusion. Was sagst du dazu? Uhu, du hast das Bild gesehen? Natürlich weiß man nicht genau, ob Kukulint tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Im Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Vertraue deinem Gefühl, irgendwann wirst du die Antwort wissen. Uhu, uhu. Was ich machen wollte. Was komplett vergessen habe. Okay.
ist. Nicht das, aber das können wir kurz auch. So. Beim Schloss. Aua. Ah, nice. So, jetzt hört das Gepiepe auf. Beim Schloss ist noch eine Höhle, in die wir reinkommen, nachdem wir jetzt die Dings haben. Den Enterhaken. Da kommen wir jetzt rein. Und das wollen wir natürlich noch nutzen. Zack. Ja, wir springen hin. So, hier, da. Und ich glaube, das ist nämlich das letzte... Nee, ist es nicht. Okay. Ich dachte, da wäre die letzte Dings, dass ich mehr Pfeile haben kann. Aber die war es nicht. Ah, verdammt. Wo war denn die dann? Mist. Weil ich hätte gern vor dem Dungeon jetzt noch mehr Pfeile geholt, aber na gut, dann weiß ich nicht, wo es ist. Egal. Egal. Dann gehen wir eben jetzt zum Dungeon. Machen wir es so rum? Oder von wo aus machen wir das? Es ist eigentlich gehüpft wie gesprungen. Machen wir es so rum. Klopp. So, zack. Aua. Herzen. Gib. Ah, mehr Herz. Gib. Keine Herzen. Yes, yes. Springt er einfach von der Leiter unter der Wahnsinnigen. So. Ja gut, ist vielleicht auch nicht die schnellste Option gewesen. So. Oh. Jetzt kommen wir da weiter. Aua. Oh, der macht ein ganzes Herz Schaden. Hilfe. So war das nicht gedacht. Zack. Ja, dieser Dungeon ist... Ja... Es ist ein Dungeon, sagen wir es so. Ich weiß nicht, ob ich mich verlaufen werde. Wir werden sehen. Okay, hier kann ich nichts machen. Ich weiß nicht mehr allzu viel. Oh, das sieht aber sehr cool aus. Okay, den haben die schon sehr genial gestaltet. Da kann man nichts sagen. Ja, heben. Das sieht noch schwerer als schwer aus. Im Moment reicht deine Kraft dafür nicht. Ach ja, und solche Räume sind hier an der Tagesordnung. Räume, wo man einfach von allen Seiten angegriffen wird. Frech, wie das Spiel ist. Aua. So. Gut, dass wir drüber geredet haben. Oh nee, ich kann noch nicht weiter. Ach, Mist, ey. Ich hoffe, ich muss das nicht noch öfter machen. So. Ich will jetzt aber eigentlich die Fee noch nicht einsetzen. Ich hoffe, ich kriege noch ein paar Herzen zusammen. Oh nein! Die blöden Viecher. Ich glaube, da muss ich mit Pfeilen arbeiten, ne? Nice. Ja, genau. So kann ich dem nichts tun. Aber ich habe nur noch... Jetzt habe ich keinen mehr. Geht das auch? Bumerang? Geht der Bumerang auch? Nice.
Ja gut, wenn der Boomerang auch funktioniert, ist ja erstmal alles okay. Okay, cool. Geld! Nice. Ah, und ist er auch noch. Aber kann ich den hier eigentlich? Yes! Und der gibt eine Fee. Ah, es ist so gut. Es ist so gut. Sehr schön. Ja, das nützt natürlich noch nichts. Wir kommen auch noch nicht weiter, wie man sieht. Energietechnisch sind wir wieder voll dabei. Sehr schön. Jetzt bräuchte man nur wieder ein paar Pfeile. Ach, guck mal. Sprengen wir das gleich mal, aber wir gehen erstmal da rein. Ja, oder auch nicht. Wüsste ich das nicht sogar? Haha! Können wir auch mit Bomben lösen? So kann ich. Verschwende ich keine Bomben. LOL! LOL! Ich kann die tragen, wenn ich die paralysiert habe. Hab ich ja noch nie gesehen. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Das ist voll gut, dass wir jetzt den Bumerang haben. Das macht hier einiges angenehmer. Sonst hätte man hier mit Pfeilen arbeiten müssen. Sehr schön. So, sieht die Karte irgendwie besonders aus? Ja, gut. Wie so eine Art Krone. Aber guckt euch mal dieses riesige... Oh mein Gott, ist das Ding groß. Das ist ein großer Dungeon. Ja. Aua. Aber relativ kleine Räume. Also kurze Räume. Das ist eine Krugtür. Jetzt erkenne ich, dass da ist so ein Symbol drauf gewesen. Gott, diese ganzen Schaltergeschichten. Ich werde wahnsinnig. So. Kompass! Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ja, doch, jetzt komme ich hier durch. Da brauche ich wieder einen Krug für allerdings. Ach so. Ja, kann ich... Ah, ja, kann ich gerade noch nicht machen. Verstanden. Verstanden. Oh, die Dinger. Ich hoffe, die sind ordentlich gemacht. Die sind nervig. Die können drin... Oh, no. Die können richtig nervig sein. Yay. So. Diese Pferdeköpfe da, die sind richtig nervig. Also, ich bin gespannt, wie sie hier umgesetzt worden sind, aber im Original war das nicht schön. So. So, doch, so komme ich weiter. Beziehungsweise zurück. Beziehungsweise hier rüber. Der Schnabel. So. Prima. Oh no. Aber ich komme nicht mehr zurück. Ha. Ha. Kann ich eine Bombe rüberwerfen? Ah, verstanden. Ach so, ich kann ja auch jetzt hier durch. Da haben wir extra was aufgesprengt.
ist die Frage, muss ich Helm machen? Oder ist es einfach nur zum besseren Sehen? Okay, ich muss nicht Helm machen. Oh, okay. Wir haben einen Durchgang eröffnet. Gehen wir mal durch. Eieieiei. Okay, die geht gar nicht. Den tue ich überhaupt nichts. Dann einfach weg hier. Einfach raus hier. Hallo, ich bin gar nicht da. Tschüss. So. Das ist jetzt ja blöd. Ich kann ihn zwar erledigen, aber wahrscheinlich tut das überhaupt nichts. Ja, toll. Okay, ich muss den Schalter umlegen. Ich brauche einen anderen Schalter, wenn ich darüber gehe. Gut, kriegen wir aber hin. Das ist nicht das Problem. Ich muss ja dann nur hier. Na, das ist ja die Situation wie vorhin auch. Jetzt kann ich ja schon den Schalter anders machen. Jetzt passt die Geschichte ja schon. Na, jetzt kommen wir schon durch. Also, nicht problematisch. Alles in Ordnung. Wir haben sogar einen kleinen Schlüssel. Wenn uns irgendwie eine Schlüsseltür gleich im Weg ist, dann kommen wir da durch. Sehr gut. So. Oh mein Gott. Perfekt. Das Dungeon-Item. Das stärkere Kraftarmband. Damit könnte ich sogar einen Elefanten heben. Zum Beispiel den da. Oder den da. Guck mal, wo wir rauskommen. Kennen wir schon, ne? Den Raum. Gut. Dann können wir zwar hier oben weiter gucken. Jetzt kommen wir auf jeden Fall hier überall hin. Na, jetzt ist ja sämtliche Statuen können wir jetzt ja aus dem Weg räumen. Ah ja, gut. Zerstöre Wände und du gelangst in die Augen der Maske. Aha. Ach so, soll das eine Maske darstellen? Na, ich erkenne keine Maske. So, haben wir hier auf dem Weg nach hinten, haben wir hier irgendwas ausge... Ah ja, richtig. Da müssen wir gleich nochmal hin. Das machen wir gleich. Da waren wir ja schon. Sonst muss ich da später nochmal hinlaufen. Das wäre Quatsch. Ja, das kann man gleich machen. Das geht von hier aus nicht, ne? Ah, es reicht nicht. Okay. Also wieder den Spaß. So. Einmal hier durch. Und jetzt. So. Jetzt kann ich die Figur hier nehmen und damit aufwerfen. Und wir kommen auch direkt hier hin. Wo einmal Geld drin ist. 100 Rubine. Sehr schön. So, und diese Dinger, die muss man so werfen, dass sie stehen bleiben. Und das ist halt mehr oder weniger random. Na super. Oder muss ich die da drauf... Müsste die da drauf landen? Warte, ist es hier anders? Müssen die auf den grünen Dingern landen? Ist es hier anders? Oh mein Gott. Das
Es ist ja noch schlimmer als das Original. Es geht ja gar nicht. Hallo? Hä? Gab's irgendeinen Trick? Als ja, weiß ich nicht mehr. Bleib gerade überhaupt nicht stehen. Aber hier ist doch auch nichts mehr. Hier kann ich doch gar nichts mehr machen. Ah, hier gibt es eine Muschel. Sehr schön. Aber da unten ist doch gar nichts mehr. Wofür sind die Dinger jetzt da? Wait. Ach so, weil die Tür schon zu war, gingen die nicht mehr. Und jetzt gehen die wahrscheinlich wieder. Und wenn ich die jetzt richtig mache, dann geht die Tür. Ist es so gedacht? Aber wie kriege ich die jetzt... Oder nee, ich muss den besiegen, ne? Dann geht die Tür auf. Nein, die Tür geht nicht auf. Also ich könnte jetzt nämlich auch einfach an den Anfang des Dungeons porten. Aber ich würde eigentlich schon ganz gerne. Es passiert überhaupt, es geht überhaupt nicht. Gab's da einen Trick? Kriegt ihn dazu, dass er auf dieser Figur, auf der Platte da stehen bleibt? Ist egal, wie ich ihn werfe, der bleibt einfach nicht auf dieser Platte liegen, ne? Guck mal, in der Ecke kann er liegen bleiben. Da werfe ich ihn einfach gerade, aber in der Ecke nicht. Auf die Ecke, auf die Platte, da will er einfach nicht drauf. Was soll denn der Quatsch? Ich bin komplett überfragt. Wieso funktionieren die nicht? Was mache ich denn Schüler falsch? Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Wow. Hätte ich jetzt das Lied nicht, hätte ich keine Chance, hier wegzukommen. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Also es muss doch gehen. Ich bin komplett lost. Jetzt ist der da drauf gelandet, aber es nützt mir nichts. Aber schön, er kann da drauf landen. Leute, bin ich bescheuert? Was mache ich denn falsch? Außer alles. Jetzt ist er wieder da oben. Ich werde bekloppt. Ich werde bekloppt. Wieso stehen die denn nicht? Ich dachte, das ist random, aber es kann ja nicht random sein. Dann hätte ich einfach nur richtiges Pech. Lass mich hier raus!
Und dann dachte ich, ich muss die jetzt gegen Wände werfen, aber das reicht ja auch nicht. Hä? Fällt der immer auf das Gleiche, wenn ich den so werfe? Ja, der fällt immer wieder da runter. Ja gut, er landet jetzt auf dem Ding drauf, aber nicht wie er soll. Der macht immer so einen Ecksprung, aber ich krieg ihn halt nicht. Er bleibt halt nicht stehen, vor allem. Mist. Oh mein Gott! Über die Ecke, ja? Ich sag noch, ich weiß nicht, ob das schlimm umgesetzt ist. Es ist schlimmer. So landet er da drauf, aber halt nicht richtig rum. Verdammte Springer, ey. Die bewegen sich halt aber halt auch nicht so wie es im Schach, ne? Also dieses L machen die halt eigentlich gar nicht. Ah! Oh, das habe ich doch die ganze Zeit probiert. Da kriege ich zu viel. So. Habe ich jetzt da drüben... Ich hoffe, ich habe da drüben nicht irgendeine Figur vergessen. Ich gehe nochmal kurz rüber. Ich glaube nicht, dass da was war, ne? Ne, da war nichts. Da war nur die eine Wand. Genau, da war die Wand und das ist in Ordnung. Hier sind wir fertig. Wir können vor. Wir können vor und jetzt den Weg hier machen. Und dann den Haupteingang. Oi, 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 oi. Aber da machen wir im nächsten Part weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss.